Hallo, herzlich willkommen zurück bei Judenpott, Nagewasa, die Judewürfe. Heute mit Kata Ruma. Wie immer zeigen wir zuerst das ganze Ding vor und brechen es dann für euch runter. Los geht's. So. Klassischerweise rückwärts. Gleiche Auslage. Hier gegriffen. So, und jetzt aus diesem Obergriff weit über uns, das Motorlust da, weit über uns gezogen. Die Schulter seitlich, Schulterbauch. So, und jetzt ist wichtig, wir drehen uns mal seitlich. Jetzt ist wichtig, dass wir Rücken gerade lassen. Das Hauptproblem bei den meisten Leuten ist, dass sie meinen, sie müssten sich dafür abbeugen. Also wenn wir uns abbeugen und versuchen, Kata Ruma zu machen, sieht es so aus. Ja? Deswegen Rücken gerade, Popo ein bisschen raus. Ja? So. Ja. Und das Bein ist quasi nur zur Hilfe. Die Musik macht der Arm. Guck mal, ich habe das Bein gar nicht angefasst. Guckt euch das an. Langer Zug, da. Das heißt, die Hauptmusik ist der lange, saubere Armzug über die Schulter als Achse. Da. Das könnt ihr in diesen Schritten üben. Aufzug gerade. Nehmt da mal mit dazu. So. So. Der Partner kann ein bisschen mithelfen, wenn man hinten Stütze gibt. Und der Abwurf. Ja. Der Abwurf ist nach vorne links, so 45 Grad. Bein ran. Da. Und sichern. So, das ist die Haupttechnik. Wir können noch Variationen machen. Zum Beispiel die Latzrolle, Kata Ruma tief. Sieht wie folgt aus. Zeige ich super gerne. Greif mal hier bitte. Lösen mit der anderen Hand in die Falte. Hier rüber, bitte. Das ist in die Kamera, okay. Dann in eine Falte rein. Antäuschen, dass das Bein weggeht. Zum Beispiel durch Stampfen. Oder gut. Jetzt ist da eine Lücke. Aufmachen. Dann Grätschsitz. Den Arm wie so ein Schal um euch. Und dann Kata Ruma werfen. Das heißt nach links. So. Vielleicht das Ganze mal im Fix. So sieht das Ganze in schnell aus. Eine schöne Sache. Ich lasse meine Leute das jetzt für braun zeigen nach einem neuen PO. Super Sache. Gut. In diesem Sinne, ich glaube, die wichtigsten Einzelheiten waren enthalten. Viel Spaß beim Üben. Macht euch nicht kaputt. Und wir zeigen es jetzt aus verschiedenen Perspektiven. Bis Montag. Tschüss. Thank you.